So, ladies and gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming und wir spielen wieder Hogwarts Mystery. Wenn alles klappt, werde ich mir auch Hogwarts Legacy besorgen und werde das spielen, soweit ich kann. Und als kleine Aufwärmübung sind wir hier in Hogwarts Mystery. So, wir gucken mal hier ein bisschen durch. Hat sich irgendwas ergeben? Schauen wir mal. Da ist ein Geist, ist da in den Boden rein. Oha! Kann man den fangen? Die Tür untersuchen. Ja, mach mal. Was für eine Tür soll man denn untersuchen? Gucken wir mal rein. Korridor. Das bin ich. Wow, das ist nicht. Da war mal was, ne? Das hat man zugemauert. Siehst du das? Wow. Oh. Warte mal, wir gehen mal erst hinter. Guck. Oh, ich mag das. Ich hab das. Dieses Gefühl von Harry Potter, von diesem ganzen Flair. Das ist das, was ich hier unglaublich an Hogwarts Mystery mag. Das hat was. Ja, dieses Dunkle, hier die Fenster, dann die Säulen. Ich weiß nicht, man ist da irgendwie drin, da ist auch irgendwas. Komisch. Und ich wäre auch als Kind gerne hier gewesen. Vielleicht später auch als Lehrer. Hier haben sich Snape und Filch unterhalten. Ich habe kein gutes Gefühl, Nils. Wenn Filch für Snape Wache steht, dann kommt er bestimmt bald zurück. Die Legenden über seine Strafen für freche Schüler lassen Snape aussehen wie einen harmlosen Hufflepuff. Ehrlich, ist es so? Möchtest du wirklich diesen Korridor durchsuchen? Ja, lass uns schnell suchen. Kein Problem, solange wir uns beeilen und darauf aufpassen, was um uns herum geschieht. Ja, wir müssen doch gucken, was passiert. Okay, komm, schnell. Rowan, komm. Außerdem würde ich es mir nie verzeihen, wenn ich auf eine Gelegenheit verzichte, einen verbotenen Korridor in Hogwarts zu erkunden. Auf geht's. Hast du etwas am Ende des Korridors gehört? Laut meinen Nachforschungen gibt es mindestens 21 verschiedene Wesen, die bei Nacht in Korridoren umherstreifen und jede einzelne von ihnen ist potenziell furchterregend. Also man kann sagen, dass Rowan hier so eine Art Gegenstück zu Hermine ist. Was sollen wir tun? Ja, komm. Lass uns jetzt endlich mal gucken. Jetzt gucken wir mal. Hat sich irgendwas verändert? Okay. Hat sich nichts verändert. Oh, geht das wieder los? Okay. Dann müssen wir uns da ein bisschen. Das Problem ist, wenn ich den Stand nicht schaffe, dann kann ich nicht weitermachen. Also hier was geguckt. Jetzt bin ich so gespannt. Wenn wir diesen Raum nicht betreten, werden wir nicht herausfinden, was wirklich vor sich geht. Also zweimal nicht ist doof oder werden wir nie herausfinden. Ich würde einfach sagen, komm, lass uns doch endlich mal reingehen. Ein Schloss, das man nicht knacken kann, eine geheimnisvolle Tür und die ständige Bedrohung von Filch erwischt zu werden. Wir kommen niemals in diesen Raum. Ja, wenn du immer nur rumnörgelst, jetzt mach doch. Ich finde einen Weg, aber wir brauchen eine Hilfe. Jetzt kommt schon jemand. Es ist nur eine Katze. Das ist, sie sagt Filch Bescheid, wenn Schüler auf dem Schulgelände Unfug treiben. Mrs. Norris. Wow. Hui. Schön gefährlich. Meinst du, sie holt Filch? Natürlich holt sie Filch.
Was haben wir denn jetzt gemacht? Gar nichts. Ich darf gleich einen öffnen hier. Ja, komm, öffne mal. Ich bin gespannt, was ich gefunden habe. Ich habe gleich... Hä, wieso darf ich so viele öffnen? Ui. Gold, 200 Experience ist gut. Und wir sind in Kapitel 7. Klassenangelegenheiten. Ein Schloss, eine Tür, Filch und Mrs. Norris. Und ein Rätsel. Du musst dir Zugang zum verschlossenen Raum verschaffen, aber dein Vertrauensschüler hat andere Pläne. Was? Was hat denn der Vertrauensschüler damit zu tun? Also das finde ich jetzt sehr, sehr merkwürdig. Wir haben doch eigentlich jetzt überhaupt nichts gefunden. Und ich Jane mit reinzubringen in diese ganze Story. Ich würde Jane draußen lassen. Die hat damit nichts zu tun. Es ist immer dumm, Leute in ein Projekt mit reinzubringen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Also vollkommen idiotisch, jetzt mit der rumzureden, anstatt sich selbst da eine Community aufzubauen. Mit einem Freund essen. Du kannst jetzt mit einem Freund in der großen Halle essen. Ja, das habe ich doch schon gemacht mit Roan. Das habe ich ja schon gemacht. Da komme ich jetzt nicht mehr raus, oder was? Ich muss mir das jetzt anzeigen lassen, oder was? Ich will das nicht. Das interessiert mich nicht. So. Was ist denn jetzt? Gut. Was ist jetzt, irgendwas passiert, oder was? Nein, wir sind immer noch im ersten Jahr, aber halt in Kapitel 7. Okay. Sehr interessant. Level 7. Da kann man aber ganz schön viele Level machen. Boah, wie geht denn das? Verstehe ich gar nicht. Ah, wir gucken uns jetzt erstmal hier die Schokofrosch-Kartensammlung an. Wen haben wir denn neu dazu bekommen? Wo sind die neuen denn? Hä? Verstehe ich nicht. Der ist neu, oder? Nein. Blends? Hä, wo sind denn die neuen? Ein Experte für Muggel und Autor vieler Bücher zu diesem Thema. Blensheim Stalk. Und warum werden die nicht, warum muss ich die nicht das erste Mal aufmachen? Dann, so, ja, das hat man doch früher auch so gemacht. Ach, hier, da ist dieses, nee, Merlin hat man schon. Komisch. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Das verstehe ich jetzt nicht, dass man die nicht einfach ein bisschen zeigt. Was habe ich denn bekommen? Das ist die Frau Hufflepuff, die Helga. Das ist Merlin. Das ist der, der den selbst umrührenden Topf da erfunden hat. Gaspard Shingleton. Dann, das ist der, der den, wie heißt der? Flippus? Nimbus. Den Nimbus 2000. Beziehungsweise die Firma Nimbus gegründet hat. Sagen wir es mal so. Wie heißt der denn? Devlin Whitehorn. Wobei ich immer gesagt habe, ich hätte die Firma nicht Nimbus genannt, sondern ich hätte die Firma Devlin genannt. Aber egal. Dann, das ist ein... Was hat der gemacht? Theorie der Magie, genau. Ein Magietheoretiker. Auch sehr interessant. Der ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. Muggel. Ein Experte für Muggel. Das ist wichtig, ne? Wie heißt der denn? Blensheim. Und dann, das war der Liu Tao, der chinesische Zaubereiminister. Also meine neuen sind da nicht dabei. Kann man da irgendwie... Nö. Komisch. Sind mich jetzt um die drei beschissen, oder was? Wo sind die denn? Ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Und warum wird es mir denn angezeigt? Keine Ahnung. So, also mal gucken ein bisschen. Die sitzen immer noch vor dem Arzneizimmer hier, vor Krankenflügel. Ach Gott.